Leute, dieses Video wird böse, dieses Video wird teuer. Lasst gerne ein Like da als Support. Würde mich freuen. Ich weiß nicht, warum ich dieses Format wieder ins Leben gerufen habe. Das ist ehrlich zu viel. 20.000 Likes wären cool. Hey Leute, was geht? Jones, ein herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Heute wird's geisteskrank. Wir haben 11 Spieler. Das Format habe ich die letzten Jahre auch schon gemacht und das hat mich oft rasiert. Aber es macht doch irgendwie mal wieder Bock. Ich bin gespannt. Wir haben 11 Spieler. Jeder von denen wird einen Elfmeter schießen. Und wer verschießt, wird abgestoßen. Wenn Gomez trifft, darf er bleiben. Aber wenn der Maldini verschießt, wird er discarded. Also sagen wir, ich schieße keinen Elfer rein. Und dann wird es sehr teuer. Sagen wir, ich schieße alle Elfer rein. Dann wird es sehr günstig. Es kommt einfach drauf an, wie gut mein Gegner Elfmeter hält. Und der Gegner heute ist Uncle Frederick. Yo, was geht ab? Frederick auch mit am Start? Ich hoffe, ich kann Leistungen bringen wie Frank Rost in seiner Prime. Das ist auf jeden Fall bezeugt. Einfach wie Frank Rost, was höre ich hier? Das Geile ist, guck mal, wir haben ja schon mal darüber geredet. Ich glaube, du hast seitdem du FIFA-YouTuber bist so 40 SBBs gemacht und deine Bilanz, glaube ich, 0 Siege und 40 Niederlagen. Ich hab einen Win mittlerweile. Ehrlich? Gegen wen? Gegen Ebro, aber war auch Elfmeterschießen. Boah, sogar Vorteil für mich sogar. Hey, der Mann kann mit Elfer halten, das schmeckt gar nicht. Also ja, das Ding ist, Uncle Frederick, bei ihm wird immer heftig discardet. In deinem letzten Video sind, glaube ich, auch schon wieder 2 Millionen oder so rutschen gegangen. Er wird immer geknechtet, ne? Heute, er kann mich knechten. Das ist, ich habe mir extra ihn ausgesucht, weil ihr habt doch immer Mitleid in den Kommentaren mit ihm, wenn er viel discarden muss. Heute kann er mir das zurückzahlen. Für ihn gar kein Risiko. Er kann mich einfach rasieren heute. Er kann mich einfach rasieren. Wen hast du im Tor? Manuel Neuer, Totzer. Komm. Was? Egal, ja, okay. Cut. Hey Leute, ich bin ready. Mal schauen, ne? 11 Meter, wir gehen ins Game. Let's go. Leute, richtig coole Sache. Mein Booster-Partner Gamers Only hat 3 neue knallige Shaker rausgebracht, nämlich Boosting Blue, GG Green und Powerful Pink. Wenn ihr mehrere dieser Shaker habt, könnt ihr die sogar untereinander kombinieren und euch euren eigenen Stil zusammenstellen. Mein Favorit ist der blaue Shaker und dann werde ich mir auf jeden Fall direkt auch mal einen Shake fertig machen. 700 Milliliter von eurem Lieblingsshake passen in die Shaker rein. Die passen in jedes Setup, sind absolut auslaufsicher. Mit dem Sieb und mit der Messskala kann man sich richtig easy seinen perfekten Drink fertig machen und wenn man fertig ist mit Trinken, kann man sie einfach in die Spülmaschine tun und dann sind sie direkt wieder sauber. Dass Gamers Only eine große Auswahl an Performance Drinks hat, weiß man ja auch. Sehr cool, dass es jetzt auch eine große Auswahl an Shakern gibt. Checkt den Link zu Gamers Only in der Videobeschreibung ab. Mit dem Code PRO kriegt ihr auf alles, egal was ihr euch da gönnt, 10% Rabatt, deswegen greift gerne zu. Es geht los, der erste Elfmeter. Ich sag so, die haben Elfer auch schwerer gemacht. Den letzten FIFA-Teilen gab es so Elfmeter, die waren fast immer drin. Also nicht immer, aber schon oft. Sowas gibt's jetzt nicht mehr. Deswegen, ja. Das wird schwer. Die sind mir viel erzählen schwer. Und so. Du hast doch diese E-Sportler-Tricks. Diese Ballen. Bibiotina. XX und so. Was passiert hier? Kommen Bugs und sowas. Ja, okay, jetzt. Okay. Wer soll als erstes schießen? Ein guter, Digga. Oder wir starten erstmal klein, ich muss auch erstmal reinkommen und so. Du bist Manuel Neuer, guter Tormann, aber man muss auch erstmal diese dritte Minute und so dieses. Bin mir selber unsicher, ich starte mit Puyol einfach. Okay, Chef Manuel. Was mach ich hier, Digga? Oh mein Gott, was habe ich hier getan? Dieser Kreis war größer als Hamburg. Okay, ist aber sehr wichtig, das ist sehr wichtig. Puyol trifft, Treffer, versenkt. 11 von 11 mache ich heute. Ach, schwer. Was soll ich setzen? Komm, wenn du nicht 5 hast, 50 Euro PSM für Community. Okay, let's go, das ist fairer Deal. Okay. Wow, das kann so ein geiles Video für mich werden. Okay. Leute, jetzt Kommentar schreiben, Hashtag Fliegenfänger. Jeder, der das reinschreibt und wenn er weniger als 5 hält, ist er ja auch Fliegenfänger. Der kann gewinnen. Gut, du kannst nicht mal grätschen, dann bist du selber halten. Wie sieht's andersrum aus? Ja, okay. Als nächstes kommt Joe Gomez, weil der hat gute Elfer-Stats, der hat so 30 oder so wahrscheinlich. Ein guter Mann. So. Sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. So. Den muss ich haben. Oha!
Okay, der war wichtig, der war wichtig. Oh mein Gott, Joe Gomez, SBC gerettet. Wie war das denn? Wie viel willst du halten? Bro, was passiert, wenn ich gewinne? Ey, dann muss ich wieder discarden, Junge. Egal. Ein Mann, ein Wort, Leute. Er kriegt Hals nicht voll genug, Mann. Er will doch auch der Hosen noch von mir haben, wenn er bei Elfmeter hält. Er sagt Hals nicht genug. Also. Ich habe jetzt schon zwei relativ teure. Ich habe auch einige günstige. Vielleicht gehe ich mal ein bisschen mit denen. Hole ich mal die ein bisschen so. Security. So zum Beispiel. Ja, komm, Alexandro. Alexandro ist gut. Da müsste man einen haben, ne? Manuel, bist du bereit? Schwer, Manuel. Der geht in die Mitte. Ja. Siehst du doch, hier ist die 1. Noch 4 Stück, Ningo. Okay. Ja, chill, ja, Alexandro, 100.000 oder so, ist egal. Es geht hier um die Ehre, Ningo. Chill da. Der nächste fliegt dir um die Ohren, du wirst sehen. Der nächste fliegt dir um die Ohren. Ich mach's doch mit Keeper, weil ich gar keinen Respekt vor dir hab. Ah, okay, sehr gut. Gar keinen Respekt vor dir. Wie viel Elf hat Alisson? 23. Für Jesse reicht's. Für Uncle Frederick reicht 23. Ja, ist die Uncle. Du spielst mit Manuel Neuer hier. Der geht nach rechts mit. Oh mein Gott. Hey, ich sende dir gleich schon mal einen Link, wo du PSM bestellt hast. Ich hab ein paar gute Shots. Was? Oh mein Gott, dieses Video macht Spaß. Ich war mir vorher unsicher, ob Video gut wird oder nicht für mich. Das Video macht sehr viel Spaß. Scheiße. Sweet. Bro, du fällst hin. Du die Griechen, du rutscht aus. Guck mal. Das ist so, er denkt Mario Kart. Das war so komplett Banane auf dem Feld. Oh, mir fällt aber auf, die allerteuersten haben noch... nicht mal... Bro, die allerteuersten kommen alle noch. Heute ist ehrlich guter Content, Mann. 50 Euro PSN ist im Spiel, teure Karten werden vielleicht gediscardet. Digga, krass, Mann, ehrlich. So, Ronaldinho, den müssen wir... Ah, oh du mein Gott! Du weißt, wie es läuft, Bro, du weißt einfach. Du kennst es. Ah, langsam musst du alle halten, wenn du dein Geld behalten willst. Das Geld juckt mir nicht mal. Ich wollte, dass Ronaldinho gediscardet wird. Ja. Du spielst Mario Kart, ich spiel Rocket League mit meinen nur Raketen. Leute, nicht vergessen, Kommentar zu schreiben. Rette auch die teuren, kein Problem. Warte mal. Boah, Carrasco, sehe ich gerade, ist noch offen und der hat sogar kranke Elber-Stats. So, was machen wir mit Yannick Carrasco? Ah, ich weiß schon. Ich weiß doch, was ich... No! Der war nicht drin! Ja! Hey, er denkt Zidane! Ja. Egal, der ist nicht teuer, ist mir egal. Ist mir egal, das ist der zweite. Da ist das, oder hab ich... Oh mein Gott. Ich hab dich schon wieder... Ja, das ist der zweite. Ich hab dich so nach Sri Lanka geschickt, ne? Warum geht der nicht rein? Das wäre mit der coolste Elber-Tor, so das ich erzielt hätte. Nächstes Mal schick mich irgendwo, wo warm ist. Yes. Sri Lanka ist noch warm. Hey. Noch mehr, Mann. Ghana, ich schick dich Ghana. Warte, ich nehme. Ah! Lothar Matthäus jetzt. Lothar Matthäus. Jetzt kommt von diese Quality. Quality. Das wird der dritte, Mann. Deutscher gegen Deutscher. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jawoll! Das war geisteskrank! Fettfänger! Was? Jawoll! Wo ging das denn hin? Siehst du? Nein, davor hast du gesagt, du spielst mit mir Rocket League und so. Ich glaub, der Junge hab ich auch! Der wäre auch drin gewesen, aber ich hab. Ich bin abgerutscht oder so. Nein, ich kann mir das nicht erklären. Soll ich sagen, was du spielst? Du spielst Eckfahren, Zielschießen, Bro. Der geht nicht mal an, der geht aufs Tor, Digga. Ja, Junge, chill. Aber echt peinlich, ne? leider peinlich. Digga, lustig. Oh shit, man. Okay. Lul. Was? Ich hab DC bekommen. Was ist das denn? Standbild. Ich hab DC. Was ist das denn, im Elfer? Warum lasst ihr mich nicht noch schießen? Ich hätte ihn reingemacht. Ja, bei mir auch. EA-Server, ihr kennt's. Einfach Betrug, Digga. Restart.
Nein, nicht Restart, die zählen natürlich alle bisher, aber die restlichen halt. Ey, in der Aufnahme, ich war gerade so gut. Das sind diese Psychospielchen. Ey, was Psychospielchen mit mir, die Wichser. Das hast du eigentlich noch nie erlebt, ne? Im Elfer schießen in der Aufnahme, alles drum und dran, das Geistkrank. Das ist komplett geistes. Was soll ich euch erzählen? Leute, ey, keine Ahnung, wir sehen uns in 3 Tagen oder so wieder, wenn Server wieder ab sind. Kein Plan, was ist das? Eine Ewigkeit später. Leute, Server gehen wieder. Das war eigentlich Voodoo oder so. Du machst komische Tricks hier, du willst mich irritieren. Ach, Quatsch, aber nicht Quatsch, mit mir. Ja, wie viele habe ich überhaupt gehalten? Also wie viele fehlen noch auf dem? Also wir haben 4 Spieler noch und gehalten hast du, glaube ich, 0. Also, Real Talk. Statistisch gehalten. I don't care. Weil das Ding ist, Carrasco war Latte Linie raus. Matthäus war nicht mal aufs Tor. Und wer war noch? Alexandro weiß ich auch nicht, ob der überhaupt aufs Tor war. Also, so viel wurde nicht gehalten. Aber ich nehme einfach Messi jetzt, glaube ich. Also man muss da sowieso. Okay. Jawoll! Dieser Schritt war so wichtig. Nein! Voodoo, ehrlich Voodoo, das ist Quatsch. Sag Voodoo, in the name of Jesus, keine Voodoo. Das ist Quatsch, Digga, 2 Millionen. Ey, ich sag ehrlich, der wurde nur verschossen wegen dem Disconnect. Das sind ehrlich Geschichten aus dem Paulanergarten oder so, erzähl mir nichts. Komm. Ah, ich Maldini jetzt. Also Messi sind schon 2 Millionen weg, das Maldini ist der nächstteuerste. Das wäre Big wenigstens den zu retten. Das wird die 5 von 5 jetzt. Safe Call, Digga. Den krieg ich. Das ist sicherer als das Abend in der Kirche, Digga. 100%, Digga. Ich weiß auch nicht. Du redest zu viel. Hallo, ich muss mich konzentrieren. Mach. Ja! Hey, schade. Schwarzer Tag auf einmal geworden, ne? Davor gute Laune, Lachen, Tanzen. Mit der Aufnahme, ich sehe gerade, nimmt nicht auf. Ach so! Kein Problem, ich schick dir Aufnahme. Ich nehme mir auch auf gerade. Was? Messi 2 Millionen Milito kostet noch 300.000. Kabore juckt nicht und Maldini auch 2 Millionen fast. Das waren gerade die teuersten beiden mit Abstand, die noch übrig waren und beide haben reingeschissen. Das ist dieser Eike Neuer, das ist dieser Manuel Neuer aus 2014. For real, der WM geholt hat. Dieser Neuer ist das Ding. Guck mal, er steht so. Guck mal, jetzt Pantomime und so. Ich will jetzt mal wieder an diese Hände spuckt, diese Torwart-Handschuhe, also mit Kleben und so. Mach das nicht. Ich hier, oh! Jawoll! Geisteskrank! Scheiß auf, der kostet nichts. Ja, Leute, für die Zahlen. Wir sind jetzt schon bei 6 gehaltenen. Elite noch, okay. Das macht jetzt auch keinen Unterschied, ne? Also, ob der jetzt reingeht oder nicht. Also, doch, wobei es 400.000, die will ich schon noch retten, aber überleg mal. Digga, hier sind fast 5 Millionen weg. Mit Elite sind halt 5 Millionen safe, ne? Guck mal, wir runden auf. Der wird auch noch gehalten. Versprochen. Der hat doch schon Eierflattern. Dann sehe ich doch schon, wie der zappelt mit seinen Armen und so. Zappel Philipp. Mach dir nichts. Papa Manuel ist noch da. Guck mal, ja, da steht. Wie ein Chef. Und der hat den auch. Guck mal, wie lang, Digga. Wir spielen einfach Volleyball. Brudi dabei ist 16 Meter wieder zurückgeflogen. Er meinte heute nein mit diesem Volleyball-Pressschlag. Also bis zum Disconnect hatte ich Spaß an dem Video, ne? Bis dann hatte ich ehrlich Spaß. Oh my god, what a bumper. That ass is insane. Ja, der Typ singt einfach und so, ne? Ich baue gerade SBC mit Teufel, ich bin der Team. Das ist viel ehrlich, das ist viel. Bei mir geht gerade 5 Millionen rutschen, du hast einfach ein gutes Leben. Ey, was ist da am Ende passiert? Ich sage, bis zum Disconnect war ich so glücklich mit diesem Video. Nach dem Disconnect ist Flop. Also ihr seht das Team. Wir haben hier Maldini, komm mal alleine weg. Ich habe 1,7 Millionen für den bezahlt. Ihr kennt's, Leute. Coins gehen rutschen.
Meine Liebste, ja, keine Ahnung, ich will mir das gar nicht genauer angucken. Also ich schick diese Leute einfach weg. Gold Warte, Upgrade. Wie viele Spieler waren es insgesamt, die du jetzt gerade? 7? 8? 7? Also sie damit mehr verschießen als Reimer. Ach so! Ja, ist glaube ich. Na, safe, mein dickster Discard in diesem FIFA. Wann habe ich mehr als 5 Millionen abgestoßen? Geht schwer. Ah, guck mal, es geht nicht mehr um die Zahl per se, sag ehrlich. Ich hab schon genug Tugend, dass du mehr verschossen hast als reingemacht. Weißt du, das. Oder? Oder bin ich falsch? Wie viel hast du abgegeben in die SBC jetzt? Junge Mann, frag doch noch dreimal! Leute! Du hast zu viel Spaß. Nächstes SBB 11-0. Nein, keine Gnade. Diese Siegbar gibt es kein SBB mehr. Ey, haut rein, ehrlich, macht's gut. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens Spaß. Ciao. Ah, safe.